Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal und das schon zum zweiten Mal heute. Ein Livestream hat es auch schon gegeben, also heute ist echt ein sehr produktiver Tag von mir. Zwei Videos, ein Livestream. Aber es ist eine SPC rausgekommen, eine Hero SPC. Wir haben es schon im Livestream angesehen, ich musste dann leider weg, konnte sie nicht mehr abschließen. Aber jetzt, es ist nämlich die maximal 87 Rating Hero Upgrade SPC rausgekommen und die ist nicht einmal so teuer, wie ich finde. Die braucht nur ein 86er Rating. Ich schau kurz auf Footbin nach, was das insgesamt kostet, aber das wird irgendwas zwischen 70 und 80k sein, schätze ich einmal. Ich schau kurz genauer nach, da habe ich ja mal gut geraten, das Ganze kostet 77k. Die Weekend League habe ich ja noch nicht beendet. Die Mopata muss ich auch noch zocken. Da stehe ich 12-3 zurzeit. Ja, ich hoffe, dass ich 14 Siege ausgehen. Auf die 16 Siege werde ich wahrscheinlich nicht schwitzen. Aber ja, ich fülle das Ganze jetzt mal auf. Ich hoffe, ich muss nicht zu viel kaufen. Ein bisschen Rating habe ich ja im Verein und dann sieht man das Ganze. Und man kann mal richtig feine Karten ziehen. Aber man kann natürlich auch ziemlich nur Schmutz ziehen. Und bevor ich das Ganze auffülle, wenn euch das Ganze gefällt, über ein Like, Abo, Kommentar und so weiter, würde ich mich riesig freuen. Und auf jeden Fall schreibt es rein, was ihr gezogen habt. Dann werde ich wahrscheinlich wieder nur Ramirez, Marquisio und Jaya lesen. Aber jetzt fülle ich das Ganze mal auf und dann gehen wir in mein Pack rein. So, SPC aufgefüllt. Ich habe alles im Verein gehabt. Ein 85er Rating habe ich mir gekauft. Die Dame Walsh um 4k. Gehen wir das Ganze, ich habe nichts Besonderes dabei. Katja Schwille oder wie der heißt, ich kann den Namen echt nicht aussprechen, gebe ich auch 5,5. Habe ich mir jetzt überlegt, ob ich mir was anderes hole und den auf die Bank setze bei mir, aber ich werde ihn nie zocken. Also gehen wir das Ganze ab und hier haben wir es. Maximal 87er Rating Hero Upgrade Pack. Und boah, yeah. Ich sehe Al-Jabba oder Peter Crouch. Real Talk, ich sehe Al-Jabba oder Peter Crouch. Ich würde mich immer eigentlich alles freuen, was ein bisschen mehr wert ist wie die SPC. Wenn ich was spielen kann wie ein Cole, wie ein Jaya, Ramirez, Alter, ich würde an die Decke gehen, aber ich wäre mit dem Brolin schon zufrieden irgendwie. Aber ja, schau mal, ich will nicht labern. Nochmal, wenn euch das Ganze gefällt, like, aber komm, da würde ich mich riesig freuen. Und jetzt 3:1 mit der Nase, gehen wir rein. Mit der Nase, komm, gib mir eine coole Flagge. Norwegen, Elfo, hey, Riese. Ich glaube, das ist nicht schlecht. Ich glaube, Real Talk, das ist nicht schlecht. Ja, das Hullet gegen den alles 80 plus. Ist ein bisschen langsam für einen Außenverteidiger. Das Bittere ist, ich habe ja den alles unterschwach gezogen. Der ist zurzeit in meinem Team. Aber was ist er wert? Was ist dieser Riese wert? Dieser Riese ist 140k wert. Ist doppelt so viel wert wie die SPC. Oder fast doppelt so viel wert wie die SPC. Auf jeden Fall, er hat ein paar schwacher Fuß, nur 2. Aber als Linksverteidiger ist der safe gut. Ich bin zufrieden. Hey, ich bin echt zufrieden. Ja, er tanzt, er geht ab. Er geht ab. Da bin ich nicht unzufrieden, ey. Danke. Ist zwar kein Cole oder so irgendwas, aber über den kann man und will ich mich nicht beschweren. Mein Team sieht zurzeit so aus. Tomori und McNann habe ich mir heute gekauft. Varane habe ich rausgegeben. Eben weil ich früher Durek im Team hatte. Und hier Mondi, den werde ich wahrscheinlich auch noch verkaufen. Aber schreibt es mal rein. Was würdet ihr machen? Ich gehe kurz hier auf neue Spieler. Wen würdet ihr eher spielen? Riese oder. Ich glaube, Riese spricht man aus, oder? Oder Hernandez. Wen würdet ihr eher zocken? Er ist halt. Hernandez hat halt 10 mehr Base, aber weniger Abschluss, weniger Passen, 1 mehr Dribbling und in Defending und Physis ist Riese auch besser. Dann könnte ich da wieder Varane rein tun. Ja, das ist eine Frage. Auf jeden Fall, schreibt es rein. Würde mich echt interessieren, was ihr davon haltet, wenn ihr eher spielen würdet. Und ja, das war's von diesem Video. Ich wünsche euch was. Haut's rein und ciao, bis dann.